Heute als Gast auf unserer Couch. Quasi. ChatGPT. Wenn du schon alles kannst und so schlau bist, dann will ich mal aus erster Hand erleben, wie du meinen Job übernimmst und unseren nächsten Gast vorstellst. Florian Aigner von der TU Wien sieht das Potenzial von KI in der Medizin und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Oder sogar Sprachnachrichten senden ist möglich. Ich meine, du hast ja am Anfang deiner Karriere auch einige Rechtschreibfehler gemacht und die Lehrer war nicht so zufrieden, dass du jetzt auch ein Schriftsteller geworden bist. COP, PPM, ICPP, IPCC, FFF. Genau. And the words are spilling now, what the heck is this about? Wow. Voll schön. Ihr könnt ja wirklich singen. Das wäre sehr schlecht, wenn wir es nicht können. Das ist wirklich gut. Das ist ein Thema, das müsste aktuell doch eigentlich jeder verstehen können. Ja, ich sage nur CCS. Ja. Und was ich gemerkt habe, der Wind pfeift wieder ordentlich. Das heißt, meine Nächte werden wieder schwieriger. Ich habe einen Tipp für dich. Okay. Du musst das Fenster zumachen. Okay, das ist so. Hat es bei Ihnen auch alles um die Ohren geblasen und geweht, den Balkon leergefegt in den Garten? Ich hab mich am Nachhauseweg gestern so nach vorne lehnen müssen. Ja, genau. Damit's weitergeht. Achtung, jetzt kommt ein Wortspiel. Als ich von dieser Geschichte Wind bekommen habe. Was gibt mir Zuversicht? Die Sonne. Ja, schönes Wetter. Am Morgen wieder aufzuwachen und auch morgen hoffentlich wieder aufzuwachen. Die Arbeit ist schon auch ein Pol, wo man sich wohlfühlt, oder? Eine Leidenschaft. Ja, also deswegen sind wir morgen wieder für Sie da, wenn Sie wollen, ab 10 Uhr. Wir freuen uns schon. Haben Sie noch einen schönen Dienstag. Bis dann.